Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Die Sims 4 Großstadtleben in der Vampirnachbarschaft. Akarin ist in die Schule gegangen. Das ist schön. Was hat der überhaupt für eine Note? 3, okay, ja, na ja. Ich habe vergessen, ihm sein Essen einzupacken. Oh Gott. Naja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wunderschön. So mit so irgendeinem blöden an Verlag verkaufen. So. Verlag verkaufen. Das. Ah, so so. Wo war sie denn schon wieder? Also die Frau macht mich irre. Die rennt den ganzen Tag irgendwo rum wie ein Psycho. Im Sportunterricht muss die Klasse von der Karin Runden laufen. Viele Runden, um die Ausdauer und das Lungenvolumen auszubauen. Er hat die erste Runde fast geschafft, aber eine Lücke unter der Tribüne sieht... Was? Als er eine Lücke unter der Tribüne sieht, die genau die richtige Größe für eine kleine Pause hat, wird die Trainerin es bemerken, wenn er aussetzt. Weiterlaufen. Er hat Shingo in der Ding getroffen. Leistungsverbesserung klein. Oh nein. Alles ernten. Alles ernten. So kriegt man also diese ganzen dummen Früchte. Okay, also im Endeffekt, wenn man diese Pflanze hier hat, die ich übrigens auch in einem neuen Park angebaut habe, die dann nur wachsen muss, können sich die Sims diesen ganzen Schamott hier holen. Gut zu wissen. Wieso habe ich was? Das ist das aus Twinbrook. Yay. Schauen wir mal. Nochmal hier fleißig lernen. Lad hier mal jemanden ein. Wir laden ein.
Ich lade dich ein. Ich kenne dich nicht. Wird gleich da sein. Wieso kommt der? Der kenne ich doch gar nicht. Die. Ich hab Hunger. Komm her. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nom 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 nom. Ja, ich weiß, ich habe dann wieder ein schlechtes Gewissen. Bla bla bla. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, ich bin nicht mehr hungrig. Don't worry about it. Was habe ich gemacht? Ich habe die blöde Henne da vor meiner Tür gebissen. Ach, ich bin so ein schlechter Mensch, Vampir, was auch immer. Jetzt liegt die da rum. Die dumme Henne. Vor meiner Eingangstür. Naja, ich werde sagen, dass sie in Ohnmacht gefallen ist, als sie ihr hässliches Blumenmuster auf ihrem Kleid entdeckt hat, dieses dumme Weib. Und schon geht's mir besser. Was hat er denn? Leute, verarscht ihr mich? Das ist ein Kind. Der hat gerade kein... Wow. Bullshit? Der hat nicht mal hier die Option mit trinken. Naja, egal. Wir können ihm ja Plasmabeutel in sein Dings packen. Kannst du, ganz ehrlich, wieso, ich verstehe manchmal verstehe ich das nicht. Medizinforschung recherchieren und dann machen wir soziales Netzwerk. Nein. Kontakte knüpfen. Und dann machen wir... Chatten mit. Ach, jetzt kommt die Schnäppfina da rein. Aha, danke. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Plasmabeutel bestellen. Ich kann hier nichts eingeben. Was ist das für ein Scheiß? Warum auch immer mein Kind jetzt das Ding hat mit dem Trinken, ist irgendwie komplett sinnfrei. Ne, ich kann das hier tatsächlich nicht eingeben. Weil das einfach keinen Sinn macht. Ich meine, der ist noch nicht mal richtigen. Also, er hat noch nicht mal Vampirstatus. +99, wow. Ich packe ihn da einfach ein paar rüber. Gott, ich hasse es, wenn ich mich erkältet habe. Mäh. Pardon. Wie kann ich den Stöpsel aus dem Mikro stöpseln? Hast du jetzt irgendwas gemacht?
Oh Gott, einen neuen Brieffreund aus Lucky Palms haben wir also. Yo, Zip! Khalifa! Huh? Woohoo! Mm-hmm. Ach, komm mal schon. Lucky Palms. Sam, so. Nein, ich möchte mich jetzt nicht treffen. Okay, der kann doch nichts trinken. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Arme. Der kann das ja noch gar nicht trinken. Was soll denn der Müll? Das ergibt keinen Sinn. Just saying. Packen wir aber jetzt trotzdem schon mal ein paar Sachen rein. Wieso kann man das nicht anders machen? Irgendwie verstehe ich das nicht. Wieso faule Frucht? Was? Oh shit. Ach, wieso nimmst du denn auch die Verdorbenen? Bist du eigentlich bescheuert? Die machen mich gerade fertig. Oh nein, du guckst jetzt nicht den Kinderkanal. Oh, schau dir den Kochkanal an, so.
Er guckt nicht sehr begeistert. Ach, super. Hat irgendeiner von euch Medizin? Er kann keine Medizin nehmen? Ich will Grillkäse reden. Das ist eine super Idee. Kondoli Usenet. Smishi Yukana. Verbein. Vobi Ibsa Bibdo. Quas. Sensibi Kinaku. Swarspa. Gethara. Nasine Pafarbol. Das ist super. Parfase Horib. Ankim Angle Slapshim. Brush. Tidu. Wallacharp Super. Fielpa. Shursanitva. Washupaza. Lefko. Oh, Jesus, jetzt fängt sie an zu singen. Mortimer Grusel. Komm mal her. Hör auf, dir das Gejaul anzuhören. So, dann machen wir Folgendes. Vampir, Plasma trinken. So. Ist immer noch kotzübel. Ja, wie lange ist ihm denn jetzt noch übel, bitte? Och, Jesus Christ. Oh, ja. Schlaf. Was muss er auch die verdorbene, das einzige verdorbene Essen, was ich wahrscheinlich irgendwo drin hatte, das muss er essen. Awesome. Kannst du mal bitte... Er ist satt. Wunderbar. Sich beruhigen. Don't worry about it. Dir wird's bald wieder besser gehen, Mortimer. Ich hab Mortimer Grusel gebissen. Ikit. Der hat voll eklig geschmeckt. Blablabla. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann nichts dafür, wenn du immer Hunger hast.
Genrebuch schreiben. Ein Romantik-Schnulz schreiben wir jetzt so. Wie sieht's bei dir aus? Könntest du eigentlich auch. Na, Mortimer kannst du nicht trinken, leider. Labyrinth der Liebe. Schmusi! Schmusi! Schmusi. So. Haben wir das geklärt? Du könntest anrufen. Lass mal sehen. Die ist bestimmt wieder fit. Hey, du Schnepf. Ja, awesome. Finde ich toll. Warte mal schnell. Ich muss hier mal kurz vampirisch sein. Okay, du bringst mir gerade nichts, also. Gut, dann kannst du wieder gehen. Dann lade ich die Tussi da ein. Verpiss dich mal bitte. Kusch, kusch. Ja, das wäre schön, wenn du vorbeikommen könntest. Hi, du bist doch die Bedienung. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich kenne dich zwar nicht wirklich, aber you know what I mean. Ja, komm mal her. La, 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 la. Saufi, saufi, saufi. 1, 2, 3. Don't worry about it. In der Dusche singen und mich danach beruhigen. Weil ich aus deinem, von deinem Hals getrunken habe. Wie geht's dir jetzt? Kannst du mal bitte hier bleiben, Junge? So. Nein. Benutzen. Zitrusbad, so. Mein Kind hat die Badewanne kaputt gemacht. Okay, es war nicht mein Kind, meine Frau. Mir geht's besser. Schön. Über Grillkäse reden. Techtelmechtel im Sarg. Ja, viel Spaß. Boschno. Skeins Chimay. Swobiv Zaffel. Sick of foos. Rav sing moibim fanjib. Oh, in a soup. Man muss ja auch immer Leute umbringen, fressen, ersaufen, ihr wisst schon, Blut abzapfen. Das ist wichtig. Jalig, Unge? Oh Gott, die haben beide 3 Tage Zeit bis zur Arbeit. Wie soll ich ihnen das ertragen? Ja, kein Problem, dass ich mir Zeit genommen habe. Die wird sich ja denken, warum bin ich nochmal gleich hier? Ich habe diese Drohlen übrigens hergestellt. Das sind so die, wenn ihr die einfach nur in die Welt implementiert und sie dann aber wieder ausziehen lasst, also sprich einfach nur in die Welt holt, aber nicht irgendwo einziehen lasst. In ein Gebäude könnt ihr sie zum, als Personal einstellen. Oh, wie sie guckt. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich werde immer nur ausgenutzt. So unwohl. Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Dumme Nuss. Yamala. Yambo. Buma, Samso Mag. Ich weiß nicht, warum ich das immer noch habe. Ich habe ja hier noch gar kein Vampir-Dings. Also was soll das mit dem Ausdruck denn? Ich verstehe das nicht. Wird... Du hast 11 Stunden. Macht eine bestimmte Flüssigkeit, um seinen Durst zu stillen. Ja. Das kann ich nicht trinken. Das kann ich auch nicht essen.
Also, das kann ich auch nicht. Hier. Ist sehr unlogisch. Naja, wir werden es vielleicht im nächsten Part feststellen. Vielleicht bin ich auch bis dahin schon vertrocknet. Blub. Vielen Dank fürs Zusehen. Über Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.